Wir haben dieses Wochenende in Ulfborg, Dänemark verbracht, zum Zeiss Medien-Event, ein Schieß-Event, wo Journalisten aus ganz Europa kommen und teilnehmen. Das Witzige an diesem Event ist, man versucht jachtig alle Extreme. Man schießt auf laufenden Hirsch mit einer 303, mit einem Halbautomaten, man schießt laufenden Keiler 50 Meter, man schießt alle jagdlichen Situationen auf verschiedene Abstände aus verschiedenen Positionen. Zum Beispiel jetzt stehend angestrichen am Stock auf 120 Meter und immer noch schöne Gruppen hinlegen. Die jachtliche Herausforderung ist riesig. Der Windeinfluss, wir gehen jetzt von hier raus zum Keiler auf über 200 Meter und sehen dann sofort den Windeinfluss auch wieder. Wir sehen jetzt hier die Gruppe, die wir vorhin schon ansprachen beim Fuchs unten. Und ich sag mal, wie weit war das nochmal hier, Jan? 200 Meter. 200 Meter liegend vom Rucksack aus. Glas haben wir eingestellt auf 200 Meter und für den Wind haben wir leicht kompensiert. Wir haben leichten Wind von links reinkommen. Wir haben drei Klicks gegeben nach links und man sieht, die Gruppe passt. Ein Streukreis von 5 cm auf 200 liegen angestrichen. Haben gesagt, kann nicht besser sein. Welcome to Africa. I'm Axel. I'm your page for today, and we are going to shoot some buffaloes, and we will shoot them with a Sauer 202 takedown, caliber 458 lot. Still to the left. Got it. Hit. Yeah. No. No. Wie immer, den Team Spirit mit den anderen Journalisten aus ganz Europa ist, wer kriegt die höchste Punktzahl an dieser ganzen Geschichte? So, wir haben immer diesen kleinen Battle zwischen Deutschland, England, Schweden, Frankreich, um zu sehen, wer nimmt diesen Titel dieses Jahr. Letztes Jahr war es Ulf Lindroth, der ganz souverän gewonnen hat. Und leider Gottes musste ich dieses Jahr mit Ulf Lindroth in eine Gruppe. So, der Druck war von Anfang an riesig, aber ich bin mal jetzt gespannt. In 2 Stunden wissen wir mehr, wer dieses Jahr den Titel nimmt. So, ich bin mal gespannt.